Die drei kleinen Schweinchen Honky, Ponky und Minky lebten mit ihrer Mutter im Wald. An diesem Nachmittag warnte die Mutter sie, bevor sie zu den Nachbarn ging. Meine Lieben, verlasst in meiner Abwesenheit nicht das Haus und öffnet niemandem die Tür. Die Schweinchen genossen es, Zeit zu Hause zu verbringen. Honky hörte Musik, Ponky las Comics und Minky probierte in der Küche neue Rezepte aus. Plötzlich ließ Minky die Schüssel fallen, als er den Kalender in der Küche sah und erstarrte. Als seine Brüder das Geräusch hörten, rannten sie in die Küche. Was ist los, Minky? Leute, heute ist Mamas Geburtstag. Was? Ihr Geburtstag? Wie konnten wir das vergessen? Sie vergisst niemals unsere Geburtstage. Unsere liebe Mama. Weine nicht. Wir könnten eine Überraschungsparty für sie organisieren. Währenddessen lauschte jemand an der Tür. Es war der böse Wolf. Also, werdet ihr eine Überraschungsparty machen? Ich habe auch eine Überraschung für euch. Honky, du gehst in den Wald und pflückst Blumen. Ponky, du gehst zu den Nachbarn und sagst ihnen, sollen Mama bis heute Abend hinhalten. Und ich backe den Geburtstagskuchen. Bevor Ponky losging, ging der böse Wolf zum Nachbarhaus, wo die Mutter der Schweinchen war. Als Ponky den Wolf an der Tür sah, rief er sofort nach ihm. Wolf, geh von der Tür weg. Ich muss mit der Nachbarin reden. Ich kann nicht, Ponky. Ich habe angefangen, hier zu arbeiten und mir wurde befohlen, niemals die Tür zu verlassen. Du kannst es mir erzählen. Ich werde es ihr sagen. Ponky zögerte, aber am Ende traute er dem bösen Wolf. Ich muss der Nachbarin sagen, dass sie meine Mutter hinhalten soll. Wir haben eine Überraschung für sie und wir wollen nicht, dass sie sofort nach Hause kommt. Okay, Ponky, ich werde ihr die Nachricht überbringen. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Ponky glaubte dem Wolf und machte sich auf den Heimweg. Dann machte der Wolf sich auf, um nach Honky zu sehen. Der im Wald Blumen pflückte. Honky legte die bunten Blumen, die er gepflückt hatte, in einen Korb. Der böse Wolf nahm heimlich alle Blumen aus dem Korb. Ich werde alle Blütenblätter von deinen Blumen zupfen. Dann legte er die gerupften Blumen wieder in den Korb. Honky kam mit noch mehr Blumen zurück und war überrascht, dass die Blumen, die er gepflückt hatte, keine Blüten hatten. Er nahm seinen Korb und ging nach Hause. Der Wolf ging ebenfalls zum Haus der kleinen Schweinchen. Minky hörte Ponky zu, als er die Kuchenglasur machte.
Er stellte sie auf die Fensterbank zum Abkühlen. Natürlich hat er dich angelogen. Wie konntest du dem bösen Wolf vertrauen? Der Wolf nahm die Glasur von der Fensterbank und aß sie. Nachdem Honky nach Hause kam, realisierten die drei Geschwister, dass er nichts Gutes im Schilde führte. Also schmiedeten sie einen Plan. Sie gingen hinauf auf das Dach des Hauses und riefen: Wolf, wo bist du? Komm raus! Wolf! Zu blöd, dass wir ihn nicht zur Party eingeladen haben. Ja, das hätten wir tun sollen. Zu blöd. Der Wolf, der sich in den Büschen versteckte, war überrascht, dies zu hören. Oh, ihr werdet mich zu meinen bringen. Liebe Schweinchen, ihr seid ja so nett und so vorkommend. Ohne dich können wir keinen Geburtstag feiern. Du bist jetzt da. Aber uns fehlt noch der Kuchen. Als der Wolf auf sie zulief, schütteten sie einen Sack Mehl vom Dach auf den Kopf des Wolfes. Du brauchst auch Eier für den Kuchen. Hier, hier. Danach die Glasur. Was wäre ein Kuchen ohne Glasur? Ich füge noch eine Sache hinzu. Das ist es. Ein schöner, wolfiger Erdbeerkuchen. Hurra! Der Kuchen ist fertig. Essen wir! Ah, dafür werdet ihr bezahlen! Wir haben nur noch wenig Zeit. Lasst uns den Kuchen sofort backen. Die drei Geschwister gingen in die Küche. Honky knetete den Teig, Honky wusch das Obst und Minky rührte die Glasur. Weil die drei Geschwister zusammenarbeiteten, konnten sie den Kuchen schnell fertig backen. Weil sie nur ein paar Blumen übrig hatten, entschieden sie, den Kopf ihrer Mutter mit Blütenblättern zu bestreuen. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Mama, zum Geburtstag viel Glück. Mami, wir lieben dich. Herzlichen Glückwunsch. Du bist so wunderschön und sehr süß. Wir lieben dich so sehr. Meine lieben Kinder, vielen Dank. Ihr habt mich sehr glücklich gemacht. Vergiss nicht, dir was zu wünschen. Was hast du dir gewünscht, Mami? Das kann ich euch nicht sagen. Es ist ein Geheimnis. Es waren einmal drei kleine Schweine namens Honky, Ponky und Minky, die mit ihrer Mutter glücklich zu Hause lebten. Eines Tages kamen sie im Park an einem Stellenangebot vorbei. Der Job beinhaltete, das Laub im Park zusammenzukehren. Minky, der kleinste und cleverste Bruder, sagte aufgeregt: Mami, wir haben ein Stellenangebot gesehen. Bitte lass uns morgen einen halben Tag im Park arbeiten. Während ihre Mutter sich ihren Vorschlag durch den Kopf gehen ließ, fingen Honky und Ponky an, um sie herumzutanzen, lustige Bewegungen zu machen und sie anzubetteln. Minky machte ebenfalls mit. Bitte, Mami, lass uns arbeiten. Bitte. Nach einigen Überlegungen stimmte sie zu. Nun, okay. Die
Die drei Geschwister waren sehr aufgeregt. Sie suchten sich Kleidung für den kommenden Tag heraus, nahmen ein Bad und gingen früh schlafen. Frühmorgens gingen sie in den Park. Der Aufseher teilte ihnen mit, dass ihre Schicht am Abend endete. Nahmen ihre Besen und begannen zu arbeiten. Brüder, lasst uns jeder in eine Ecke anfangen zu fegen und in die Mitte vorarbeiten. Währenddessen beobachtete ein Augenpaar die Schweine von den Büschen aus. Es war kein anderer als der böse Wolf. Der Wolf entwickelte einen Plan, der die Schweinchen davon abhielt, ihre Arbeit zu beenden. Ich werde es euch zeigen, kleine Schweine. Ihr werdet es niemals schaffen, diese Blätter zusammenzuhaken, weil ich euch immer mehr Laub schicken werde, indem ich es von den Bäumen herunterpuste. Der böse Wolf kletterte auf die Bäume und begann, die Blätter herunterzupusten. Honky fegte die Blätter weiter zusammen, sah aber nicht, was der böse Wolf tat. So viele Blätter! Je mehr wir fegen, desto mehr Blätter werden es! Hör auf zu jammern und fege! Wir haben nur noch wenig Zeit! Die drei Geschwister machten sich wieder an die Arbeit. Währenddessen ging der Wolf von Baum zu Baum, schüttelte die Äste, sodass die Blätter herunterfielen. Er kam zum Baum neben Ponky. Ich werde alle Blätter hinunterpusten. Uff, uff. Honky konnte nicht verstehen, warum der Blätterhaufen nicht weniger wurde. Dann sprang der böse Wolf auf den Baum neben Minky. Ich werde pusten und alle Blätter auf deinen Kopf fallen lassen. Die Blätter fielen wie Regentropfen. Minky sah hinauf und entdeckte den bösen Wolf, der durch die Äste pustete und die Blätter fallen ließ. Er rieb sich die Augen. Er dachte, er wäre zu lange in der Sonne gewesen und halluzinierte. Aber der Wolf war immer noch da und sprang von Ast zu Ast, sodass die Blätter fielen. Minky rief umgehend seine Brüder. Seht hoch in die Bäume. Die Schweinchen waren überrascht. Also schmiedeten sie sofort einen Plan. Wir haben keine Angst vor dem bösen Wolf. Sie fingen an, den Baum zu schütteln, auf den der Wolf geklettert war. Der Wolf schaffte es, auf den nächsten Baum zu springen. Auf dem Apfelbaum! Ah.
Dieses Mal schüttelten sie den Apfelbaum. Dem Wolf wurde von dem ganzen Schütteln schwindelig, verlor das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Mit euch bin ich noch nicht fertig. Wir werden uns wiedersehen. Ja, genau. Es wird spät. Wir haben nur noch wenig Zeit. Der Park schließt bald und überall liegen Blätter. Die kleinen Schweinchen begannen, die Blätter zusammenzuhaken, obwohl sie sich Sorgen machten. Ich habe eine Idee. Sie schmierten Baumharz auf die Zinken der Haken. So blieben die Blätter daran kleben und sie konnten mehr Blätter in kurzer Zeit zusammenfügen. In einer halben Stunde hatten sie alle Blätter im Park zusammengekehrt. Als sie fertig waren, atmeten sie tief durch. Auf dem Rückweg nach Hause beschlossen die drei kleinen Schweinchen, ihrer Mutter ein Geschenk zu kaufen und sie zu überraschen. Sie wollten eine Kette kaufen. Aber auch wenn sie ihr Geld zusammenlegten, war es nicht genug. Wenn wir uns keine Kette leisten können, dann lass uns einen Kuchen vom Bäcker kaufen. Sie aßen glücklich den Kuchen und schmierten sich die Glasur gegenseitig auf die Nase. Nun, erzählt! Hat euch das Arbeiten Spaß gemacht? Es war lustig, Mama. Ein wenig ermüdend, aber wir hatten trotzdem Spaß. Die Blätter waren so bunt und schön. Sie sahen so schön aus, wenn sie zu Boden fielen. Aber es war lustiger, den Wolf vom Baum fallen zu sehen. Es war einmal ein Land. Dort waren alle Menschen sehr glücklich. Alle jungen Mädchen bewunderten den gut aussehenden Sohn der Königin und des Königs. Der junge Prinz war groß und schlank, hatte grüne Augen und schwarze Haare. Dazu war er sehr warmherzig. Der König und die Königin hatten ihn sehr gut erzogen. Als der Prinz zu einem jungen Mann heranwuchs, wurde er ein versierter Reiter und Schwertkämpfer. Dazu konnte er sehr gut lesen und Klavier spielen. Aber leider war er in allen Dingen ein Perfektionist. Daher fand er keine, die er lieben oder geheiraten wollte. Mutter, das Mädchen, das ich heiraten werde, muss eine echte Prinzessin sein. Sie muss sensibel und höflich sein. Außerdem muss sie gute Manieren haben. Sie muss von innen und außen her strahlen. Sie muss eine bezaubernde Stimme haben und soll mit mir singen, wenn ich Klavier spiele. Allerdings, sie muss auch jemand sein, der an die Interessen ihres Landes denkt, der allen hilft und faire Entscheidungen trifft. Du hast so recht, Mutter. Sie sollte auch tierlieb sein und Tiere beschützen. Da es in ihrem Land keine Prinzessin mit diesen Eigenschaften gab, beschloss der junge Prinz, seine Prinzessin in anderen Ländern zu suchen. Die Prinzessin, die er im ersten Land kennenlernte, war ein sehr schönes Mädchen. Aber eines Tages, als sie im Garten spazieren gingen, sahen sie einen kleinen Welpen unter einem Baum sitzen. Die Prinzessin fing plötzlich an zu schreien. Bah! Nehmt dieses schmutzige Tier und werft es raus! Ich will es nicht in meinem Garten sehen! Ihre Stimme war so barsch und einschüchternd, dass die Wache sofort herbeieilte und ihrem Befehl Folge leistete. Nein, so ein Verhalten ist inakzeptabel. Jemanden so grausamen kann ich nicht heiraten. Höflich verabschiedete er sich von ihr und reiste in ein anderes Land. Nach der langen Reise wollte er sich im Gasthaus des Palastes ausruhen, bevor er die Prinzessin traf. Plötzlich weckte ihn eine schreckliche Stimme, aber er konnte nicht sagen, woher sie kam.
Hey, ihr Faulpelze! Ich spreche mit euch! Wo ist mein Kuchen? Ein bisschen schnell! Bringt mir jetzt sofort meinen Kuchen! Ach du meine Güte! Wo kommt nur diese Stimme her? Er folgte der Stimme und spinkste hinter der Tür in das Speisezimmer. Dort saß eine Prinzessin an einem mit Süßigkeiten und Desserts überfüllten Tisch und schrie die Diener an, während sie sich weiter vollstopfte. Was habe ich gesagt? Warum bringt ihr mir nicht den Kuchen, den ich wollte? Der, den ich gegessen habe, war nicht gut. Schnell, bringt mir den neuen und dann raus. Als der Prinz dies sah, verließ er umgehend den Palast, bevor er die Prinzessin getroffen hatte. Er wollte niemanden heiraten, der seine Diener so schlecht behandelte. So reiste er in das dritte Land, um dort sein Glück ein letztes Mal zu versuchen. Die dritte Prinzessin, die er traf, mochte er auf den ersten Blick. Sie ist bezaubernd, aber ich kann mich nicht direkt entscheiden. Ich muss noch mehr über sie herausfinden. So kam es, wie er es befürchtet hatte. Nach einiger Zeit lernte er sie kennen. Sie war auch nicht das Mädchen, das er suchte. Sie war eine egoistische Angeberin und redete, ohne ein Ende zu finden. Mein Vater ist ein sehr mächtiger König. Selbst wenn sie mir die ganze Welt geben, würde ich mir mehr wünschen. Außerdem bin ich bildhübsch. Ich will auf meinem Thron sitzen und alle um mich herum sollen meine Sklaven sein. Der Prinz war entsetzt und sprachlos, als er diese Worte hörte. Dieses schöne Mädchen kann auch nicht meine Prinzessin sein. Das Mädchen, das ich heiraten möchte, sollte nicht so arrogant sein. Sie sollte demütig und nicht materialistisch sein. Traurig kehrte er in sein Land zurück. Seine Mutter sah, wie unglücklich ihr Sohn war und versuchte, ihn zu trösten. Sei nicht so traurig, mein Sohn. Eines Tages wirst du das Mädchen deiner Träume finden. Eines Nachts, bei einem schrecklichen Sturm, klopfte jemand an die Tür des Palastes. Der Butler, der die Tür öffnete, war sehr überrascht, ein so schönes Mädchen in diesem Sturm zu sehen. Hallo, ich bin die Prinzessin des Nachbarlandes und das ist mein Diener. Das Rad unserer Kutsche ist gebrochen. Dürfen wir Ihre Gäste sein und könnten wir unsere Pferde unterstellen, bis unsere Kutsche repariert ist? Sie wurden sofort beim König angemeldet. Natürlich stimmte der König zu, sie angesichts der schweren Witterungsbedingungen als Gäste zu haben. Die Prinzessin war zwar durchnässt und zitterte, jedoch gefiel der Königin die Prinzessin. Bitte setzt euch an den Kamin. Ich lasse euch trockene Kleidung bringen. Ihr solltet etwas essen und euch ein wenig ausruhen. Ich bin mir sicher, dass alles besser sein wird, wenn ihr aufwacht. Die Prinzessin wechselte ihre Kleidung und kam die Treppe hinunter, um etwas zu essen. Der Prinz hörte, was passiert war und wollte die Gäste kennenlernen. Ich bedauere eure Umstände. Bitte macht es euch bequem. Ihr könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Vielen Dank, lieber Prinz. Ich habe eine Bitte. Meine Pferde müssten gut versorgt werden. Ihnen erging es so schlecht bei diesem Wetter. Oh, und mein Diener sollte gut schlafen können. Armes Ding. Er hat so hart versucht, die Kutsche zu reparieren. Ich möchte nicht, dass er krank wird. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde alle Ihre Bitten weiterleiten. Ruhen Sie sich jetzt aus. Der Prinz mochte die Prinzessin wirklich und flüsterte seiner Mutter ins Ohr. Mutter, könnte sie die Prinzessin sein, auf die wir gewartet haben? Ich frage mich, ob die Dinge, die sie uns gesagt hat, wahr sind. Sie ist genauso freundlich wie schön. Vielleicht, mein Sohn. Aber mal sehen, ob sie eine echte Prinzessin ist. Wir werden es heute Abend herausfinden. Die Königin fasste schnell einen Plan und ließ 7 Matratzen übereinander legen, auf denen die Prinzessin schlafen sollte. Unter die letzte Matratze legte sie eine Erbse. Ihr Zimmer ist fertig, Prinzessin. Ihr könnt euch jetzt ausruhen. Vielen Dank, Ihre Hoheit. Gute Nacht. Morgens beim Frühstück begann die Königin ein Gespräch mit der Prinzessin. Guten Morgen, Prinzessin. Habt ihr gut geschlafen? Obwohl das Bett bequem schien, fühlte es sich an, als hätte ich einen riesigen Felsen unter meinem Rücken. Leider konnte ich gar nicht schlafen. Als die Königin dies hörte, gab sie dem Prinzen ein Zeichen, ohne dass die Prinzessin dies bemerkte. Nach dem Frühstück gingen der Prinz und die Prinzessin im Garten ein wenig spazieren. Die Prinzessin erzählte ihm von ihrem Land und ihrer Familie.
Sie hatte wunderbare Pläne für ihr Land. Während sie so durch den Garten schlenderten, sahen sie ein Kätzchen. Die Prinzessin hob es liebevoll auf und setzte es an einen sicheren Ort. Ist das nicht ein schönes Tier, mein Prinz? Als sie in den Palast zurückkehrten, setzte sich der Prinz an das Klavier und begann zu spielen. Die Prinzessin begleitete ihn. Ihre Stimme war so melodiös, dass ihnen alle im Palast mit Bewunderung lauschten. Der Prinz, der die Prinzessin vom ersten Moment an gemocht hatte, glaubte nun, dass er die Prinzessin seiner Träume gefunden hatte. Nach ein paar Tagen war es Zeit für die Prinzessin, in ihr Land zurückzukehren. Mein Prinz, danke für alles. Du warst ein großartiger Gastgeber für mich, mein Knecht und auch für meine Pferde, aber ich muss zurück in mein Land. Der junge Prinz wollte nicht, dass sie ihn verließ. Er war sich sicher, dass sie das Mädchen war, das er gesucht hatte. Und so war er sich mit der Königin und dem König einig, dass er um ihre Hand anhalten sollte. Mutter, Vater, ich bin sicher, ihr denkt das Gleiche. Dieses Mädchen ist eine echte Prinzessin. Sie gibt keine Befehle und ist höflich zu ihren Dienern und bedankt sich auch bei ihnen. Sie liebt alle Geschöpfe, sie ist höflich, gutmütig und schlau. Ich bin mir sicher, dass sie die eine ist. Mein Sohn, wann du möchtest, werden wir in ihr Land reisen und ihrem Vater um seine Erlaubnis zur Heirat bitten. Der Prinz, der vom König und der Königin die Zustimmung erhielt, hielt um die Hand der Prinzessin an. Eigentlich gefiel auch der Prinzessin der Prinz auf den ersten Blick. Ihre Liebe wuchs weiter, während sie Zeit miteinander verbrachten. Als der Prinz ihr einen Ring ansteckte, nahm die Prinzessin den Antrag glücklich an. Die Feier dauerte 40 Tage und 40 Nächte. Seit diesem Tag lebten der Prinz und die Prinzessin glücklich bis an ihr Lebensende. Ja, das ist es! Oh, mein Akku ist leer. Komm schon, lade das Spiel jetzt herunter und spiele für mich weiter. Es war einmal eine arme Witwe, die mit ihrem Sohn Hans in einem Dorf lebte. Hans war sehr faul und half nie seiner Mutter bei der Arbeit. Er gab sich auch keine Mühe, etwas Geld zu verdienen. Obwohl er ein sehr schlauer Junge war, war er nutzlos. Hans, wach auf! Du musst zum Markt gehen und unsere letzte Kuh verkaufen. Nachdem der Vater gestorben war und Hans nie gearbeitet hatte, blieben ihnen als einzige Einkommensquelle der Verkauf ihrer Kühe. Es tut mir leid, mein Milchmädchen, aber wir müssen dich leider verkaufen. Wir haben nichts mehr zu essen. Auf dem Weg zum Markt begegnete Hans einer seltsamen Frau. Guten Morgen, junger Mann. Wohin gehst du? Ich gehe zum Markt und verkaufe unsere Kuh. Mach dir keine Mühe, dorthin zu gehen. Wir können ja tauschen. Du gibst mir deine Kuh und ich gebe dir dafür einige von meinen magischen Bohnen. Was sagst du? Hans wollte nicht darauf eingehen, aber die Frau gab nicht nach. Schau, das sind magische Bohnen. Sie werden dich reich machen. Bist du sicher, dass du sie nicht willst? Was? Reich hast du gesagt? Abgemacht! Ich nehme sie! Hans gab der Frau die Kuh, nahm die Bohnen und machte sich auf den Weg nach Hause. Mutter! Mutter! Schau her! Ich habe die Kuh verkauft und jetzt haben wir magische Bohnen. Und dazu musste ich noch nicht mal auf den Markt gehen. Seine arme Mutter fiel fast in Ohnmacht, als sie dies hörte. Sie konnte es nicht glauben. Was? Wie konntest du das machen, Hans? Ich habe dich nur um diese eine Sache gebeten und noch nicht einmal das konntest du tun. Geh auf dein Zimmer, jetzt! Hans war sehr wütend und verärgert. Er warf die Bohnen, die er in der Hand hatte, in den Garten.
Hans erkannte, dass man ihn hereingelegt hatte. Er war traurig und hungrig. Er konnte nicht einmal schlafen. Er bedauerte nicht, das getan zu haben, was seine Mutter ihm gesagt hatte. Am Morgen schaute der junge Mann aus dem Fenster und sah eine Pflanze, die rasant wuchs. Es war eine riesige Bohnenranke, die zum Himmel wuchs. Oh, was ist das? Das ist eine Bohnenranke. Ich schätze, die alte Dame hat die Wahrheit gesagt. Die Bohnen sind magisch. Wir werden reich sein. Reich! Er ging sofort in den Garten und begann, die riesen Bohnenranke hinaufzuklettern. Er kletterte weiter und weiter. Es schien, als würde die Pflanze kein Ende haben. Die Bohnenranke reichte bis zu den Wolken. Als er in den Wolken ankam, tauchte ein riesiges Haus vor ihm auf. Alles war dort so groß, dass sogar für Hans das Gras um das Haus herum aussah wie ein Baum. Hans klopfte an der Tür des riesigen Hauses. Eine unglaublich große Frau öffnete die Tür. Ich bin sehr hungrig und schrecklich müde. Habt ihr etwas zu essen für mich? Der riesigen Frau tat der kleine Junge leid. Komm herein, aber du musst mit dem Essen fertig sein, bevor mein Mann nach Hause kommt. Er hasst Kinder und er wird dir wehtun. Hans setzte sich sofort an den Tisch und als er aß, hörte er plötzlich eine laute und furchterregende Stimme. Fee, fa, fo, fum. Hier riecht es nach Kindern. Der Geruch hat mir den Appetit verdorben. Das mag ich nicht. Wo ist er? Der Mann der Riesenfrau sah furchterregend aus und der Boden bebte bei jedem seiner Schritte. Beeil dich, versteck dich im Ofen, da kann er dich nicht sehen. Erschrocken versteckte sich Hans schnell im Ofen. Als der Riese Hans nicht finden konnte, setzte er sich an den Tisch und aß sein Abendessen. Dann ging er auf sein Zimmer und hielt ein kleines Nickerchen. Ich zähle und zähle und bin immer noch nicht fertig, redete er weiter. Hans bemerkte, dass der Riese fort war. Kurz bevor er sich verabschieden wollte, fiel ihm ein Beutel voll Gold auf dem Tisch auf. Das meinte also der Riese, als er sagte, ich zähle und zähle und bin immer noch nicht fertig. Ich muss das sofort Mutter mitbringen. Hans schnappte sich den Beutel mit Gold, der für ihn eher ein Sack war, und rutschte die Bohnenranke hinunter. Mutter, schau, wie viel Gold ich dir mitgebracht habe. Wir sind nicht mehr arm. Sohn, woher hast du das? Ich hoffe, du hast nichts Unrechtes getan. Hans konnte seiner Mutter von seiner Unschuld überzeugen und sie war erleichtert. Nach einiger Zeit dachte Hans nicht mehr an das Haus am Ende der Bohnenranke. Ich frage mich, was wohl passiert, wenn ich noch einmal hinaufgehe. Ich kenne mich ja jetzt dort aus. Eines Tages konnte er nicht widerstehen und kletterte die Bohnenranke hinauf. Oben angekommen, ging er zum Haus des Riesen. Die Frau des Riesen war eine sehr nette Frau und ließ ihn abermals hinein. Es dauerte nicht lange, da kehrte der Riese nach Hause zurück. Als Hans seine polternden Schritte hörte, versteckte er sich im Ofen. Der Riese kam fröhlich ins Haus, doch seine Stimmung änderte sich schlagartig. Er wurde wütend und knurrte. Fee, fa, fo, fum. Hier riecht es schon wieder nach Kindern. Du weißt doch, wie sehr ich sie hasse. Ich weiß ganz genau, dass heute hier ein Kind war. Wer ist es? Hier riecht es nur nach dem Essen, was ich koche und nach nichts anderem. Und es war auch niemand hier. Setz dich, ich mache dir etwas zu essen. Du musst sehr hungrig sein. Der
Der Riese aß, bis er vollkommen satt war. Bevor er in sein Zimmer ging, bat er seine Frau, ihm die Gans, die goldene Eier legte, zu bringen. Seine Frau brachte sie und stellte sie auf den Tisch. Ich wünsche mir von dir ein goldenes Ei. Goldenes Ei! Die Gans legte jedes Mal ein goldenes Ei und der Riese legte sie in einen Korb. Sobald der Riese in sein Zimmer gegangen war, schnappte sich Hans, der alles durch die Löcher im Ofen beobachtet hatte, die Gans und rutschte die Bohnenranke hinab nach Hause. So verging die Zeit. Hans und seine Mutter waren nun sehr reich. Jedoch wollte Hans immer noch nicht arbeiten. Er konnte einfach nicht aufhören, an die Riesen und ihr Gold zu denken. Ich werde noch ein einziges Mal hinaufgehen, aber ich muss sehr vorsichtig sein. Er kletterte die Bohnenranke hinauf und schlich sich ins Haus, ohne dass die Frau des Riesen ihn bemerkte. Als der Riese das Haus betrat, versteckte er sich sofort im Ofen. Fie-fa-fo-fum. Wo kommt nur dieser Kindergestank her? Ich hasse diesen Geruch. Die Frau des Riesen, die Hans nicht gesehen hatte, sagte dem Riesen. Jedes Mal schreist du, wenn du glaubst, du riechst ein Kind. Du kannst überall nachsehen. Dann wirst du ja sehen, dass niemand hier ist. Der Riese und seine Frau durchsuchten das ganze Haus, aber sie fanden Hans nicht. Er hatte sich zu gut versteckt. Nachdem der Riese sein Mahl beendet hatte, rief er nach seiner Frau. Kannst du mir bitte meine goldene Harfe bringen? Nachdem die Frau die Harfe auf den Tisch gestellt hatte, begann die Harfe sofort eine wundervolle Melodie zu spielen. Der Riese, der absolut satt war, schlief umgehend ein. Als Hans sah, dass der Riese eingeschlafen war, schnappte er sich die Harfe und wollte wegrennen. Doch die magische Harfe fing an zu schreien. Er hörte die Rufe der Harfe und wachte auf. Er rannte hinter Hans her und wollte ihn fangen. Hans hatte wirklich Angst. Du bist es also, der mein Gold und meine Gans gestohlen hat. Ich werde dich fangen und dich bis an dein Lebensende einsperren. Hans rannte, die Harfe fest umklammernd, so schnell er konnte, sprang und rutschte die Bohnenranke hinab. Der Riese, der ihm wegen seiner Größe nicht folgen konnte, war sehr verärgert. Nachdem Hans die Bohnenranke hinabgerutscht war und im Garten ankam, fällte er die Bohnenranke. Diese flog mit dem Riesen weit weg. Nun war Hans vom Riesen befreit. Er wunderte sich zwar über den Ort, an dem die Riesen lebten, aber er würde nie mehr dorthin zurückkehren. Er war gerade so mit seinem Leben davongekommen. Dann rannte er direkt zu seiner Mutter. Mutter, was ich getan habe, war nicht richtig. Du hast mich gewarnt, aber ich habe nicht auf dich gehört. Ab jetzt werde ich nie mehr die Sachen von anderen nehmen, ohne sie zu fragen. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich werde nie mehr faul sein. Ich werde mir Arbeit suchen und so hart arbeiten, dass ich für dich sorgen kann. Oh, mein lieber Sohn, ich bin so glücklich. Nachdem Hans sich dazu entschieden hatte, legte die Gans, die goldene Eier legte, von nun an normale Eier. Hans lernte auf der goldenen Harfe zu spielen, denn diese spielte von nun an nicht mehr selbstständig. Von diesem Tag an lebten Hans und seine Mutter ein glückliches und friedliches Leben. Hans verdiente sein eigenes Geld als Bauer. Er versorgte seine Mutter. Für ihn war es die beste Arbeit, die es gab, denn er wusste genau, was er zu tun hat. Ja, das ist es! Oh, mein Akku ist leer. Komm schon, lade das Spiel jetzt herunter und spiele für mich weiter.
Es war einmal in einem fernen Land. Da saß eine Ente in ihrem Nest auf ihren Eiern und wartete geduldig darauf, dass ihre 6 Küken schlüpften. Eines Tages bemerkte sie, dass eines der Eier größer war als die anderen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Entlein, das aus diesem Ei kommt, das schönste Entlein sein wird, das jemals jemand gesehen hat. Obwohl sie sich davon überzeugt hatte, dass alles richtig war, war die Entenmutter immer noch besorgt. Sie hatte noch nie zuvor so ein großes Ei gesehen. Als die kleinen Küken endlich die Eierschalen zerbrachen und eins nach dem anderen schlüpften, war die Freude groß. Alle hatten es geschafft. Nur in dem großen Ei rührte sich nichts. Vielleicht habe ich es nicht genug warm gehalten. Ich werde mich noch eine Weile auf das Ei setzen und sehen, ob es dann schlüpft. Die kleinen Entlein saßen bei ihrer Mutter, während sie das Ei noch einmal warm hielt. Plötzlich knackte es im Ei. Alle schauten gespannt zu und waren überrascht. Zum Vorschein kam ein graues, hässliches Entlein, das keinem seiner Geschwister ähnlich war. Sie starrten ihn ungläubig an. Dieses Entlein sieht den anderen überhaupt nicht ähnlich. Meine anderen Küken sind so niedlich. Warum sieht es nur so anders aus? Mutter Ente war sehr traurig. Sie hoffte jedoch, dass das kleine Küken eines Tages wie seine Geschwister aussehen würde. Aber gleichzeitig ermahnte sie sich, dass es egal war, wie dieses Entlein war. Die Tage vergingen, aber das hässliche Entlein hatte sich nicht verändert. Wenn sie mit ihrer Mutter spazieren gingen und umherirrten, ließen es seine Geschwister immer wieder zurück. Was für ein hässliches Entlein du bist! Du siehst nicht aus wie wir! Geh weg! Wir wollen nicht mit dir spielen! Wir mögen dich nicht! Wir möchten nicht, dass du in unserer Nähe bist! Das hässliche Entlein war am Boden zerstört. Es lief nur noch mit hängendem Kopf herum und sah sehr traurig aus. Eines Tages ging es zum See und während es weinte, sagte es zu sich: Meine Mutter ist sehr traurig und meine Geschwister hassen mich. Warum bin ich nur so hässlich? Ich bin so allein. Niemand mag mich. Als es ins Wasser schaute, sah es sein Spiegelbild. Meine Geschwister haben recht. Ich sehe wirklich seltsam aus. Meine Mutter hat mir nicht einmal einen Kuss gegeben. Ich kann nicht mehr mit ihnen leben. Also entschloss er sich, seine Familie zu verlassen und ging in den Wald, um dort ein neues Leben zu beginnen. Es ging lange und sehr weit weg. Ab und zu machte es eine kleine Pause und ruhte sich unter einem Baum aus. Wenn es einen Wasserlauf fand, schwamm es auf seiner Reise weiter. Die Tage und Monate vergingen und das Wetter wurde kälter. Das hässliche Entlein zitterte und konnte nicht einmal eine anständige Mahlzeit finden. Es hatte so viel geschneit, dass der ganze Wald weiß war. Das hässliche Entlein konnte kaum noch laufen. Ein Bauernhof. Aufgeregt ging es in den Hühnerstall, aber die Hennen dort wollten es auch nicht. Was bist du für eine Ente? Geh bloß raus aus unserem Hühnerstall! Das hässliche Entlein entdeckte auf dem Hof ein Hundehäuschen. Als es versuchte hineinzuklettern, fragte ihn ein riesiger Hund: Hey, wohin willst du? Das ist nicht dein Haus. Wer hat gesagt, dass wir Freunde sind? Danach versuchte das hässliche Entlein, in die Scheune zu gelangen. Wir möchten ganz sicher nicht, dass so ein hässliches Entlein wie du sich bei uns aufhält. Dein Gesicht ist so hässlich, da wird ja unsere Milch sauer. Mach, dass du rauskommst. In diesem Moment schaute die Bäuerin aus dem Fenster. Sie hatte Mitleid mit dem hässlichen Entlein, das zitterte und von Ort zu Ort lief und Schutz suchte.
Die Frau trocknete es ab und wickelte es in ein sauberes Handtuch und brachte es ins Haus. Sie stellte es dann neben den Kamin, damit es sich aufwärmen konnte. Vielen Dank, dass Sie mich aufgenommen haben. Du wärmst dich jetzt erst einmal auf. Ich hole noch etwas zu essen für dich. Die Bäuerin hatte auch eine Katze. Diese starrte das hässliche Entlein aus der Ferne an. Sie war fürchterlich eifersüchtig, da sich die Bäuerin jetzt um das Entlein kümmerte. Während sich das hässliche Entlein am Kamin aufwärmen wollte, kam die Katze nah an es heran und versuchte es zu kratzen und zu zanken. Das arme, hässliche Entlein musste die Katze ein paar Tage ertragen. Es wollte nur ein wenig Kraft tanken, sich ein wenig ausruhen und etwas essen. Nach ein paar Tagen entschloss sich das Entlein weiterzuziehen. Vielen Dank, dass ich Ihr Gast sein durfte. Aber es wird Zeit für mich weiterzuziehen. Ich möchte Ihnen keinen Ärger bereiten. So machte das hässliche Entlein sich wieder auf die Reise. Der Schnee schmolz und der Frühling kam. Auf seinem Weg fand es einen kleinen See und sprang hinein. Als es so fröhlich umherschwamm, sah es sein Spiegelbild im Wasser. Oh, wer ist das denn? Das bin doch nicht ich, oder? Das letzte Mal, als ich mich sah, war ich ein hässliches Entlein. Oh, und sogar meine Stimme hat sich verändert. Es breitete seine Flügel aus und als es seinen riesigen Schatten im Wasser sah, schrie es freudig aus. Du lieber Himmel, wie groß und schön ich geworden bin. Ich würde gerne wissen, was meine Geschwister und meine Mutter sagen würden, wenn sie mich so sehen würden. Plötzlich schwammen zwei Schwäne, die ihm sehr ähnelten, auf ihn zu. Hallo, herzlich willkommen auf unserem See. Wir sind Schwäne, genau wie du. Hast du dich verlaufen? Du kannst gerne bei uns bleiben. Du bist ja einer von uns. Endlich wusste das hässliche Entlein die Wahrheit. Es stellte sich heraus, dass sein Ei versehentlich in das Nest seiner Mutter gerollt war. So beschloss es, bei seiner eigenen Art zu bleiben. Es freute sich sehr. Es schwamm in den ruhigen Gewässern des Sees und bewunderte seine Schönheit. Doch egal wie glücklich es hier war, das hässliche Entlein konnte seine Mutter nicht vergessen. Im Laufe der Zeit dachte es immer mehr, dass es nie hätte gehen sollen. Ich war in einem Schwanenei, das versehentlich in die Eier meiner Mutter gerollt ist. Meine Mutter hat mich nie verlassen und mich genauso warm gehalten wie die anderen. So konnte ich, wie meine Geschwister, geborgen aus dem Ei schlüpfen. Ich verdanke ihr mein Leben. Das hässliche Entlein erzählte die Geschichte seinen Schwanenfreunden. Es dankte ihnen für alles, verabschiedete sich und ging zurück zu dem Hof, wo es geboren wurde. Als es ankam, rannte es zu seiner Mutter und seinen Geschwistern. Erkennt ihr mich nicht? Ich bin das hässliche Entlein. Aber eigentlich bin ich ein Schwan. Ich habe mich in einen Schwan verwandelt. Wie sehe ich aus? Seine Mutter war geschockt, aber glücklich, ihren Sohn wiederzusehen. Willkommen zu Hause. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Es tut mir so leid, dass wir dich so verletzt haben, mein Sohn. Auch seine Geschwister schämten sich. Wir haben dich nach deinem Aussehen verurteilt. Kannst du uns verzeihen? Wir haben dein Herz gebrochen. So einen Fehler werden wir nie mehr machen. Kommt schon, lasst uns schwimmen gehen, wie in den guten alten Zeiten. Sie sprangen alle freudig ins Wasser. Vorneweg schwamm Mutter Ente und dann folgten ihr ihre Entenkinder. Am Ende schwamm der wunderhübsche weiße Schwan, das hässliche Entlein. So schwammen sie alle zusammen und lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Kondo-san!